Hänsler Schnellnummer, heute gibt es Chicken Wings. Hier ist es jetzt Salz, Pfeffer und Currypulver dran. Bisschen vermengt. Dann dazu Mehl. Also sozusagen die Chicken Wings mehlieren. Und dann in einer Pfanne anbraten, werdet ihr gleich sehen, mit relativ viel Öl. So, vorsichtig hineingeben und jetzt erstmal von einer Seite knusprig braten. Jetzt sind 6 Minuten vergangen. Jetzt wird das Ganze einfach gedreht und von der Seite nochmal 6 Minuten braten. Während die Chicken Wings braten, geht es an die Marinade. Dafür eine rote Zwiebel runterschneiden. Das Stück nehmen wir für eine andere schnelle Nummer. Dazu dann Koriander, und zwar die Stiele wie Schnittlauch. Ganz fein herunterschneiden. Jetzt wisst ihr, was wir mit den Stielen machen können. Die kann man auch sonst gut benutzen, weil die schmecken genau wie das Blatt. Aber das brauchen wir auch für eine andere schnelle Nummer. Und jetzt kommt ordentlich Chili. Da muss richtig Musik rein. Auch fein runterschneiden. Zum Marinieren brauchen wir jetzt Sojasauce. Dann kommt ein Esslöffel Honig. Und hier Ketchup. Jetzt ein bisschen vermengen. Und dann kommen die Chicken Wings rein. Jetzt hier die Chicken Wings aus der Pfanne direkt in die Marinade. Das Fett nur so ein bisschen abtropfen lassen. Da kann ruhig ein bisschen was mit rein in die Marinade, weil das ist Geschmack. Und dann durchmengen, essen, anrichten. Geil. Na, noch Fragen? Hier ist die Einkaufsliste. Chicken Wings. Die brauchen circa 12 Minuten. Chili, Koriander, rote Zwiebel, Sojasauce, Honig, Ketchup. Und vorher das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen, Mehl und Currypulver. Guten Appetit. Ich zeig's nochmal. Ja, Baby.